Fernsehturm bis JWD. Berlin, man hört's, riecht, sieht's. Mit Hochhaus, Neubau, Hinterhof liegt mittendrin mein Kiez. Mein Kiez ist, wo Berliner sind, Buch, Treptow und Tannlinden. Am Prenzlberg und in Marzahn, aus Schwedt, Suhl, Dielitz, Stoberan, kannst du Berliner finden. Berlines Bier ist und trinkt wie Feind und lacht und liebt und lärmt wie Witzerei. Auf Arbeit geht und flucht und leise schwärmt. Es krempelt sich die Ärmel hoch, sein Schnauze, Herz und Träume. Berlin, du bist so jung wie nie, pflanzt Häuser, Kinder, Bäume. Vom Fernsehturm bis JWD, Berlin, man hört's, riecht, zieht's. Ob Hochhaus, Neubau, Hinterhof, liegt mit Mang mein Kiez. Mein Kiez ist, wo Berliner sind, Buch, Treptow und Tannlinden. Am Prenzlberg und in Marzahn, aus Schwedt, Suhl, Dielitz, Stoberan, kannst du Berliner finden. Morgen, Mädchen. Erstaunst du, was? Ich werd verrückt. Du siehst, ich hab unseren Tag noch nicht vergessen. Moin, Kalle. Moin. Tja, na, dann will ich nicht weiter stören. Da gehen nur ein paar Jahre meines Lebens. Die Treppe knarrt. Das ist alles. Hier, gib das deiner Mutti. Onkel Morty, Mutti und Papa haben mich gestern Abend gestritten und deshalb durfte ich in deinem Bett schlafen. Na ja, Mann. Soll ich mein Ratze nur brav liegen? Du hast dich dran gewöhnt, Kumpel. Im Kiez weiß jeder jedes. Tschüss, Mausi. Küsschen. Entschuldigung. Also, ihr wisst Bescheid. Für den Letzten bleibt wie immer der Mischer. Ich wirklich, ich... Ach Mensch, ihr kennt mich doch. Große Reden waren noch nie meine Stärke. Mir ist auch gar nichts Neues eingefallen. Nur, ich meine, dass wir so arbeiten sollten, dass die Kunden mit uns zufrieden sind und wir mit uns und... Naja, schließlich sind wir ja auch selber Kunden. Und dass wir uns da noch keinen Heiligenschein aufsetzen können, das wisst ihr ja selber, nicht? Aber ich denke, dass wir das schaffen. Ihr seid ja eine dufte Truppe. Mein Gott, das ist ja eine Minute vor, also denn... Komm, ich stell's ins Wasser. Direktor Otto. Tja, vor 15 Jahren haben wir zusammen Käseschneiden geübt. Mensch, Pittelchen. Wenn wir schon früh so anfangen, dann können wir mittags gleich mit der Schaufel eintüten. Ach nee. Oh Mensch. Na, dann kick doch mal deine Rostkisten ein bisschen genauer an. Du Scheiße. Du siehst ja aus wie ein Pinguin im Leifrack. Den klopp ich nächstens Zwecken und Blecher unter der Sohlen. Kommt ja reingeschlichen wie eine zahnlose Katze. Haha, zahnloser Kater. Heute lachen wir in der Sonntagsausführung. So? Und det? Und wenn du platzt, Mariechen, dir verrate ich nicht. Nicht, oder Esel.
Seit zwei Tagen habt ihr das Wasser abgesperrt. Wie lange sollen wir hier noch schleppen? Der Schacht und die Rohre liegen zufällig hinter zig Zentnern Briketts und hinter Plunder von mindestens einem halben Jahrhundert. Mindestens 30 Zentner Kohlen, schätze ich, wenn nicht sogar 35. Kisten, Stühle, eingemächtet. Und nebenan ein ganz oller Kinderwagen. Das ist der Keller von der ollen Mutter Heimchen. Ihr Sohn hat sie während der Bauerei nach Greifswald geholt. Und die Kohlen hat er hier gelassen. Seit ich weiß nicht wie viele Wochen ist der KWV bekannt, dass wir in diesen Tagen Baufreiheit in den Kellern brauchen. Vielleicht hätte man vorher mal in den Keller gehen sollen und nachsehen. Das ist Sache des Auftraggebers. So kann er uns das Objekt nicht übergeben. Maßnahme, wir setzen um ins Nachbarhaus. Und du spinnst wohl unter Wasser? Du bloß bis die Oma aus Greifswald zurückkommt. Quatsch nicht rum. Wozu haben die eine Hausgemeinschaft? Soll die das machen? Ich räume der KWV doch nicht ewig nach. Ich habe meinen Plan. Und dabei bleibt's Umbaumänner. Jetzt seht ihr mal was an, ich arbeite auch nach Plan. Schicht, verstehst du? Mein Leben ist gedrittelt. Ich muss versuchen zu pennen, wenn irgendjemand Putz abklopft und du dazu deine irgendwelche Schnulzen trallerst. Ich beklag mich ja nicht. Ich hab mir nur gesagt, ich lasse das über mich ergehen, wird ja schon irgendwie auszuhalten sein. Ich glaube aber nicht, dass ich ohne nach deinem Plan scheißen gehen kann. Und ohne Spülung schon ja nicht. Warte, das ist wirklich nicht so ein Kalle. Ja. Na nu? Ah ja, ich wünsche viel Glück und Erfolg und alle Zeit noch einen kleinen Makro. Und das dich. Danke, Botte. Da ist doch noch was, hm? Na ja, wie soll ich sagen? Also... Naja, eigentlich wollte das Petra erledigen, was meine Enkeltochter ist, aber die hat ja nun keine Ahnung von Organisationen. So. Mensch, Heike ist schon wieder umgekippt. Mensch. Vorige Woche schon zweimal. Jetzt muss er aber wirklich zur Beratung gehen. Du, Botte, wir reden andermal, hm? Ja. Morgen früh gehst du erstmal zum Arzt, klar? Du willst das Kind doch haben. Na, dann verhalte dich auch danach. Und komm, heul nicht. Du kannst dich freuen. Wie viele Kassen sind denn besetzt? Eine. Eine? Hier ist doch Frühstückszeit. Also, man müsste denn immer alle zusammen? Die Leute stehen wieder bis zum Käsestand. Also, du übernimmst Heikes Kasse, ich nehme die vier. Es sollte was ganz Besonderes sein, habe ich gedacht. Was Besonderes, ja. Hm? Ich hab's im Fernsehen gesehen. War so ein Buffet. Zwei? Jeder nahm sich, was er wollte. So. Hm? 42,40. Was? Wie viel? Mensch, Botte. Ach so. Ich, danke. Entschuldige. Bitte, bitte sehr. Bitte sehr. 7 Meter lang war die Tafel. Und auf dem Kopf brannte eine Kerze. Wo brannte eine Kerze? Na, auf dem Schweinekopf. Macht doch sicher keine Schwierigkeiten. Schweineköppe gibt's ja schließlich überall. Nun machen Sie doch endlich mal. Ja, ja. Wir können auch Zweier sein. Vielleicht gefüllt. Zwei. Ach, mein Sportler, jetzt habe ich mich vertippt. Ach. Ach, das tut mir leid. Ich habe mal so einen Schweinekopf gesehen, der hatte eine Zitrone im Maul. Eine Zitrone? Ja. Und einen Hut auf. Und ein Rotkohlkopf in dem Schaschlikspieße stecken? Ja, und dann hatte ich ja mal einen Kühl gesehen. Da hat sich jeder müsste sich vorstellen. Also ja, ich will mein Buffet. Mensch, du lass doch nicht so ziehen. Das Eigenartige ist ja, dass Kohlenstaub nicht gebunden wird. Und der bleibt kohlfrisch und das erhöht zwangsweise die Gefahr einer, ne? Hm? Kohlenstaublunge? Quatsch, einer Verpuffung, Mensch. Was ist das? Na, du hast ja Glück, Karlchen, du bist ja kein Raucher. Fischkopf, du kommst auch noch dahinter. Pass mal auf, man steckt nicht mehr nicht drin in sich. So, jetzt letzte. Die Rohre kann runter. Gut. Jetzt kannst du wieder planmäßig. Duschen. Gib mal alle Kalle. Ist mir egal, wer das verbockt hat. Wenn du hier der neue Bauleiter bist, bist du jetzt für mich der Auftraggeber. Also an dich halte ich mich. Oh ja, das würde ich auch. Es tut mir leid, Kollege Wiegand. Leid. Das kommt davon, wenn man Racker auf die Baustelle lässt. Ach, die Übergabe, die hat noch eine Hose gemacht. Ich bin erst seit 3 Wochen da, sonst wäre das nicht passiert. Na, dann habe ich ja noch Hoffnung. Das kriegen die Kollegen natürlich bezahlt. Ach nee, so einfach ist das, einen verplemperten halben Tag aus dem Kalender zu streichen. Ach nee, ja, du verplempert würde ich nicht gerade sagen. Matti, das machst du nicht nochmal mit mir.
Kollegin Engel! Kick mal! Olle Bernadol! Immer lacht ihr, Mann. Das ist ein antikes Stück. Ja, ja. Genau wie neulich im Museum. Schön. Das wird der größte Hausbau. Tja, da musst du erst mal drauf kommen, wa? Bisschen Öl, bisschen Farbe. Bisschen Ölfarbe. Goldbronze wäre nicht schlecht, wenn sich Mutter eigentlich überhaupt davon trennt. Also, ein Pfund würde ich gerade für ausheben. Ehrlich. Ja. Kannst du gleich die Kohlen drin stapeln. Matti, das ist doch nicht dein Ernst. Die müssen doch wieder runter. Doch, fällt noch fast da, bestimmt. Warte, Matti, ich pass mit ein. Sag mal, wozu leisten wir uns eigentlich den angeblich stärksten Lehrling des gesamten Berliner Bauwesens? Das wäre doch was für Grünung. Ach, das Bergelasten ist nicht für mich. Schon an nicht körperlich ungleichmäßig verteilt. Ich mach mir doch nicht mehr eine Muskelarbeit wieder kaputt. Trainier mal deine Muskeln ein bisschen. Sag bloß auch noch stapeln. Runterbringen und stapeln. Ja, ja, ja. Hat sich hier aber auch noch nicht geändert momentan. Oh. Also frische Brot ist doch wieder mal von gestern. Du gib mir mal das da vorne, ja? Nee, das andere. Siehst du, Tante Marie, so schön ausgeglichen ist das Leben. Botte bringt mir die Blumen und du die Beschwerden. Ach nee, gib mal ihn an. Blumen. Mhm. So. Was wollt ihr noch? Streng vertraulich. Oh. Und das glaubst du doch wohl selber nicht. Ich soll das nicht erfahren. Bist du da sicher? Na gut. Gut, bitteschön. Also ich auch nicht. Na, gut. Och, interessiert mich doch auch ja nicht. Was fragt denn überhaupt, was der Olle zu Hause sich hier oben ausdenkt? Ach, was schön. Schön. Du, andererseits, weißt du, also, findest du nicht auch, dass der in letzter Zeit so ein bisschen wunderlich ist, hä? Naja, ich meine, man müsste doch ein bisschen mehr auf den Obacht geben, wa? Na ja, gut, also, dann ist schön. Wir haben hier doch keine Ahnung von sowas. Ein kaltes Buffet. Seid doch mal ein bisschen ruhig. Ja, sicher hätte ich das nicht anzunehmen brauchen, aber schlag mal Botte was ab. Ja, Botte. Na siehste. Mann, wenn es nicht für Botte wäre. Warte mal, Moment. Ja, bin wieder da. Na hör mal, der kommt aber auf Schnapsideen. Also gut, nächsten Dienstag habe ich Vormittag. Ja, nichts zu danken. Tschüss. Bauernbuffet. Tommy, da ist eine Dame an der Tür. Und was grinst du da so? Du? Ist was passiert? Wie siehst du denn aus? Komm, ich lade dich ein, ja? Was? Gestern klang das alles noch ganz anders. Ach, gestern war gestern. Wir brauchen doch mal ein paar Minuten für uns, wenigstens einen Abend. Ja. Es tut mir leid wegen gestern. Naja. Tommy, da fragt jemand nach dem Rezept von deinem Spezialprogramm. Zwiebeln, Thymian, viel Thymian. Da will wohl ein Kochbuch rausheben, wa? Nee, bleibt mein Geheimnis, klar? Klar. Also, ich beeil mich. Wir empfehlen gern unsere Spezialität. Alt-Berliner Sahnepucker. Deftig, mit Speck in der Fülle. Dazu Röstkartoffeln mit Thymian geschwenkt. Komm wieder auf, ich weiß, was drin ist. Eine Kreation unseres Chefkochs. Mit Kümmel oder ohne. Das bleibt sein Geheimnis. Ein Meister seines Fachs. Ich hab euch schon 100 Mal gesagt, ihr solltet mir Alt-Berliner Spezialitäten nennen. Das wird neu, nachempfunden, nicht abgewandelt. Pucker gab's nicht und wird's nach mir nicht mehr geben. Ist das klar? Also bringen Sie uns diese Pucker, zweimal dazu Löffelerbsen und zum Nachtisch Alt-Berliner Apfelkuchen mit Sahne. Und Mokka. Sehr wohl. Komm, hau ab. Das ist wirklich peinlich, im eigenen Laden. Ach, komm, das schickt sich nicht. Darf ich bitten? Macht Spaß mit dir, Kleine. Ich liebe dich.
Geburtstag. Wunderschön, aber ich bin total müde. Nimm's mir nicht weg. Gestritten, aber ich störe trotzdem, hat Oma gesagt. Wollen wir spielen Karten oder Würfel, aber ich gewinne. Nein, schlafen wir erstmal. Also. Wo schläfst du? Mal sehen. Na. Du sagst ja nichts. Bin müde. Bei dir doch im Bette. Haha. Sind die Dottermuschen ihrer Botten? Zigmal ist sie mit die schon umgeknickt. Immer hatte so eine Plauze an Knöchel, jetzt sich Latten Kürbis draus machen können. Mit ein bisschen Gießen. Aber nee, schleppt sie wieder an. Ist was mit Eva? Nee, nee. Ich werde nicht leicht von das Mädchen. So was braucht einer Nerven. Telefon, Papierkram, Kollegenkummer. Na, und dann die Kunden. Kassensturz, Inventur. Dann stell dir vor, kommt da so ein Oller Zausen und will partout von ihr sein 50-jähriges Geschäftsjubiläum ausgerichtet haben. Du Butter? Ich weiß, was ich mache. Ich kürze ja einfach den Absatz, ob sie es merkt oder nicht. Ich unterstütze doch keinen Selbstmord. Hör mal, Botte! Ich könnte mir vorstellen, dass dein Mädchen nach so einem ersten Tag ihn braucht, der ein bisschen zuhören kann. Ich mag dich, Matti Vruck. Ich dich auch. Da drin klopft was. Hm? Mhm. Es klopft sehr... sehr nachdenklich. Eine Mülltonne. Oh, du tötest jede Romantik. Alle Welt fragt nach Rillenglasöffnern. Rillenglasöffner sind seit 3 Bestellungen nicht mehr mitgekommen. Sollen sie doch die Rillengläser verbieten, wenn sie nicht in der Lage sind. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Was? Ja, ja, Pittelchen, Rillengläser verbieten. Weißt du was? Ich glaube, mit dem könnte es gut gehen. Mein Jott. Also ein Ernstfall. Da gehst du täglich an Hunderten vorbei und plötzlich da... 276 Männer habe ich gestern abkassiert. Ich habe sie gezählt. 276. Und nicht einer hat mal gefallen. 276 mal Ausschuss. Kann sich ja kein Produktionsbetrieb leisten. Aber bei einer alleinstehenden Frau mit 2 Kindern ist das scheinbar der Normalfall. Da stimmt doch was nicht, oder? Hast du denn gerne? So richtig gerne? Für Worte zum 50. Sag mal, hast du dir die Unterlagen für die Nummer 9 hier richtig angeguckt? Da ist doch gar kein Schuster mehr vorgesehen. Die Wohnung bleibt und aus der Werkstatt wird ein Gemeinschaftskeller, hat er doch selber vorgeschlagen. Ich kann noch nicht bis an mein Lebensende nageln und kleben, das hat er wirklich gesagt. Ihr müsst nicht alles glauben, was man euch sagt. Ich hab meinen Korb schon ausgesucht, also viel dran ist ja nicht. Pappe, Späne und so, aber Hauptsache, das wird anständiges rennen, wa? Na du, und sonst? Läuft's?
Ja, ich habe viel zu tun. Na, ich meine ja deinen Untermieter. Was? Nee, 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 Tante Marie, komm, das ist immer noch dein Untermieter. Ich lass mich doch nicht erpressen, bloß weil du Ruhe in deiner Wohnung haben willst. Aber wir reden von Erpressen. Von Liebe rede ich doch, Mädel. Von richtiger Liebe. Hm. Weißt du, mit der Zeit wird man vorsichtig. Außerdem reißt er sich mir gegenüber auch kein Bein aus. Also komisch ist das mit der Gleichberechtigung. Da wird mir jeden Tag gekämpft und gefordert und gemacht. Und wenn es dann drauf ankommt, da sitzt er wie die Hühner auf der Stange. Und wartet drauf, dass einer kommt und sagt, ich hab's immer ausgesucht. Also, wer's der Mädel? Was hast du denn erzählt von dir? Alles. Na, also alles ist immer zu Fälle. Die Krankenhausgeschichte habe ich weggelassen. Na gut, also hier tust du anständig was drin. Ja, es kann ruhig ein bisschen teurer werden. Mhm. Hauptsache, dass es schön aussieht, ja. Ganze Kiez weset. Bloß ich nicht. Wolltet nicht an die Jossi die Locke hängen? Ja. Grüne Bohnen mit Hammel. Du bist doch immer noch die beste Köchin, die ich kenne. Ja, schmier die nur an. Also wie bist du denn jetzt bloß auf die Idee mit dem Bauernbuffet gekommen? Ja, weil es, wenn was Besonderes sein soll. Mahlzeit. Mahlzeit. Krieg mal Mariechen. Was haben wir denn schon von unserem Leben gehabt? Immer nur geschindert und um Pfennig gespuckt. Und im Lexikon stehen wir auch noch unter Einwohner. Hm? Und da habe ich mir gedacht, wir sind doch auch wer. Nicht wer gelaufen, wenn wir nicht gewesen wären. Hm? Weißt du noch? November 43. Da hast du doch glatt die Phosphorbombe aus dem Fenster geworfen. Sonst wäre die Nummer 9 doch nur eine kahle Stelle in der Landschaft. Hm? Ach, so eine olle Kamelle. Hm. Ja, na und Icke. Extra runtergekommen in eine schöne Hauserallee bist du, wo sie mich mit meinen steifen Knochen und eine Panzerfaust hinter einen Haufen Klamotten hier liegt. Also nur ist sie noch, bitte. Sag dieser, nur ist sie noch. Nur ab nach Hause. Warum? Warum sollte ich mir und meine Freunde nach so einem Leben kein Bauernbuffet leisten? Hm? Mit einem Schweinekopf. Ja, mit einem Schweinekopf. Und eine Zitrone im Maul. Noch eine Dröhnung. Nächste Lage geht auf meine Rechnung. Ja. Ach, weißt du, aus dir soll nun mal einer schlau werden, du. Besuch. Hm? Besuch. Hallo. Oh. Heute möchte ich was unternehmen. Ich gebe einen auf Mies ein, dass so irgendwelche Einwände. Keine Einwände. Ja? Oh, Franzi! Franzi! Ach, für meine Fresse. Auf den können Sie pfeifen. Alles. Wirklich? Weißt du doch. Du bist verrückt, ich denke, ihr mögt euch. Ich hab dir doch immer alles von meinen Mädchen erzählt. Frauen. In deinem Alter sagt man Frauen. Warum beichte ich eigentlich alle meine Probleme einer missratenen Tochter? Weil ich mehr von Liebe verstehe als du. Mir könntest du es jedenfalls nicht machen. Abwarten, beobachten. Es muss funken. Schnapp und alles ist total. Sag mal, wo ist denn eigentlich euer Kiez? Unser Kiez? Warte mal. Hier, da drüben. Ganz hinten. Aha. Kein Glück heute. Danke. Mach ganz schön grimmig so einen Test, wa? Du! Ich werd verrückt. Was denn? Meine Tasche! Da geht sie!
Schaut her! Die doch nicht. Ich hab mir einen zurückstellen lassen. Oberaffengeil! Du, dabei habe ich diesen Monat gar kein Geld mehr. Verrückt, was? Was sollen diese ulkigen Dings da kosten? Oh! Was kannst du dir leisten? Nee, natürlich nicht. Und so eine Klassenfahrt kostet schließlich auch noch was. Wie viel muss ich denn dazu schießen? Ich hab noch 14,20 Mark. Oh, das ist ja gewaltig. Mhm. Na gut, aber dann gibt's nichts zum Geburtstag. Mensch, Matti! Vater, du bist... Oberaffen! Und so weiter. Du, ich glaube, du bist doch noch ein totaler Typ. Ja, ganz total. Ein total verarmter Typ. Mach mal ein bisschen. Da passen wir einen Zug. Ich hab dich ewig am Hals. Schönen Gruß an Mutter von ihrem Ex-Mann. Fall nicht aus dem Zug und schreib mal. Tschüss. Tschüss. Du, man muss auch was tun für seine Gefühle. Danke. Robert, tut mir leid, aber diesmal geht's wirklich nur. Liebsch, der Kleine. Du meinst doch kein Hotel hier. Mach dich rüber in dein Bett. Ey, psch, kannst du einen immer in Ruhe schlafen lassen. Dein Bett, das ist gut. Das geht nicht. Lauri, mach die Nacht durch. Und da kommst du und bestehst ausgerechnet jetzt auf dein Bett. Komm, psst. Siehst du denn? Ist er gut, ist er gut. Adi. Nun schlaf mal schön, Robert. Hey, ist ein Kumpel. Zu festem, harten Basalt erstarrte, waren die letzten Ausbrüche wie am Vulkan Fargo gasreich. Die Lava der Basalt wurde schaumig. Eine Frau ist doch kein Terrier. Wenn man am Baum bin, einfach vergisst. Eva schon ja nicht. Dann konnte der Franzi nicht einfach nach Hause. Ja. Ich weiß Bescheid. Aber Eva. Wir machen letzter Zeit nur Mist, ja. Nachts erst mal. Entschuldigung. Nacht. Noch beeindruckender allerdings ist das Tal weiter oben. Hier stürzt. Ein starker Pullover ist dann. Ja. Die kleine Trude. Das ist meine Tochter. Mäßig. Obwohl, sie sieht ja nicht aus wie dein Erzeugnis. Mach den Bauwagen sauber. Mensch, wann räumt ihr euren Dreck endlich alleine weg? Lässt du dir ein Bad stehen? Na, no. Lässt du dir etwa ein Bad stehen?
Nein! Moin. 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 Ich wollte... Ja, Jetzt müssen sie noch die Kohlköpfe kraulen. Die haben eine Therme. Darf so verzeihen. Diese Dings hier, die Moorrüben, sind die auch schön saftig? Saftig? Warum fragen Sie nicht gleich, ob Zitronen sauer sind? Ihre Frau sollte sie öfter mal einkaufen schicken. Ich hab keine. Ich bin ein alleinstehender Haushalt sozusagen. Früh eine Tasse Kaffee und eine kalte Bockwurst und abends und nicht viel mehr. Ach, und das überlebt man? Ja, schwierig ist bloß das Wochenende. So einsam. Aber man hat mal Zeit. Und da wollte ich mal was ausprobieren. Nach Hausfrauenart. Meine Mutter, die hat immer Moorrüben in Mehl gewälzt und dann in Butter gebraten. Mit irgendeinem Gewürz. Aber ich hab es vergessen. Petersilie. Die Petersilie war es nicht. Ich mach manchmal ein bisschen frische Pfefferminze rein. Estragon? Melisse. Muskat. Ich hab's vergessen. Ich würde Ihnen ja gerne helfen. Das wäre schön. Ja, denn. Dann nehmen Sie uns mal zwei Beutel. Probieren Sie es mal mit Petersilie. Hey, Bernagur, hast du neuerdings keinen Nickel? Idiot! Ich mach doch die Termine nicht! Die Kunden können sich ja die Beine brechen, oder was? Mensch, ich muss doch hier den Gang sperren, die Kühltruhe, ich hab keine... Ich hab die ganze Woche keine Leute, basta! Ja, Sie müssen ja hier auch nicht einkaufen. Das Met hat nicht genug, wa? Für so eine Kleinigkeiten sind sich die Herrschaften ja zu schade. Aber das schreibe ich an Bärchen. Meinetwegen an Staatsrat. Lass mal, das kriegen wir schon in den Griff. Napsülzen! Das schmerzt. Aber man fällt ja nicht ein. Wie findest du die kleine Zicke? Na, wenn sie einen Regulator mitbringt. Ach, was wirst du denn? Du, ich seh mal wirklich manchmal nach Moorrüben in Butter. Und nach einer, die man loben kann, wenn sie schön saftig waren. Na ja, das Große im Leben entsteht oftmals nur aus kleinen Motiven. Was war das? Na ja, wir beide machen die Arbeit von anderen doch nur, um zwei Frauen zu imponieren. Na, sag ich doch. Ja. Achtung! Eins, zwei, drei. Na? Was ist denn nun mit den Moorrüben? Naja, kann ja mal welche kochen. Familie. Kein Vater? Mutter hat mich immer bei der Oma abgelehnt. Hatte ich alles. Aber irgendwas fehlte.
Und als dann Franziska zur Welt kam, da dachte ich, jetzt hab ich's. Aber ist auch keine Familie draus geworden. Nicht bei Barbara, Claudia, Sibylle. Mit mir? Eva, manchmal denke ich, es liegt vielleicht an mir, dass nichts Dauerhaftes entsteht. Keine Familie. Du, wenn Tommy und Laura ihre Wohnung haben, tauschen wir mit Tante Marie. Da haben wir gleich ein Kinderzimmer. Na, Pittelchen, glücklich? Das ist ein netter Kerl. Ich hab ihm Möhren in Butter gemacht. Nachts um 11. Na klar, nachts um 11. Denkst du, ich bin eine Nonne? Und bei dir? Der Doktor? Morgen gehe ich hin. Ich hab das Gefühl, das geht gut. Also die Befunde habe ich in frühestens 3 Tagen zusammen. Es hängt so ziemlich alles für mich davon ab, Frau Doktor. Ich weiß. Und wenn es eine Operation sein müsste? Also in 3 Tagen, ja? Haltet doch mal die Klappe! Sie loben uns, dass wir so unkonventionell die Kohlen aus dem Keller geholt haben. Raus und wieder rein. Was, Matti? Weiter! In der Kaufhalle wurde intensive sozialistische Hilfe geleistet. Platten verlegt. Und dann steht hier auch noch, dass die Brigademitglieder ohne großes Gerede auf die individuellen Wünsche der Mieter eingehen. Das kannst du alles ins Regal. Individuelle Wünsche! Ja, wie du bei der Scholz. Ruhe! Also, wer hat sich da wieder eine schnelle Mark nebenbei gemacht? Raus mit der Sprache. Du fragst falsch, Kalle. Keine Mark. Kaffee. Vielleicht mal ein Bier. Oder Mori mit Butter. Frag doch mal so. Mohrrüben in Butter. Das ist ja mal wieder typisch. Aber mir sagt ja keiner was. Mensch, ich will Hinsetzen! Ruhe! Seit 7 Jahren bin ich Häuptling und Hirte dieser Brigade. Ist dabei vielleicht schon mal einer schlecht gefahren? Und was wird das nun? Chaotenclub? Wohltätigkeitsverein für abgelatschte Kaufhallen? Ein Service Center für Sonderwünsche? Ich habe keine Lust, auf diesem Wege hinterher zu erfahren, dass ich gut bin. Ich weiß das nämlich vorher. Und so bleibt das. Feierabend. Nächstes Mal sagst du mir aber rechtzeitig Bescheid, ich erfahre ja hier niemals. Bei Papa ist morgen früh, kann sie mit der kalte Buffet einrichten. Ja, wunderbar. Vor der Schicht. Ehrenamtlich für Bottes Schulz. Matti! Ich kann wirklich nicht sagen, dass ich dich nach all dem besonders liebe, Matti. Bloß eins. Mach mir nicht meine Brigade kaputt. An der häng ich. Die Schuhe müssen weg da. Komm ja schon! Das ist ja Vorsitz hier, Quälerei.
Schikane. Du, wir fangen jetzt mal hinten an, ja? Rudiger, so früh hast du die Bette zu holen. Ich bring dir das große Tischtuch, ja? Und Rappert, dette mir ja den Judio Schörnens, verstehst du? Ich lauf mal, nun nimm doch schon, ich lauf mal ganz schnell nach den Blumen. Nein, ja. Leon ist da erst um 4. Ihr Streift wirkt ein bisschen aufdringlich, wa? Ein Knall hast du nicht gerade. Früher habe ich ja bei sowas eine Fliege angelegt. Ein Propeller? Aha. Mensch, Opa, da machst du einen King. Ja, wenn du meinst. Die Herren von der Handwerkskammer kommen ja auch immer mächtig in Schale. Hilfst du mal? Mhm. Und was ist mit den Eltern? Versprochen haben sie es. Die Mutter auf alle Fälle. Das ist gut. Oh Gott, ich mach's gut, Eva. Das wird schon. Da kommt sie ja schon. Ich wollte nur sagen, Worte kommen. Oh, komm. Wer hat denn um Gottes Willen den Leierkasten bestellt? Der ist ja so teuer. Das hat die Einkaufs- und Liefergenossenschaft organisiert. Na, und der Rat des Stadtbezirks. Ne? Die Einkaufs- und Liefergenossenschaft. Ja, liebe Freunde. Es sind heute schon so viele gute, herzliche Worte gesagt worden. So viele Glückwünsche sind gekommen, dass es einem schwerfällt, da noch einen draufzugeben. Jeder von uns weiß, dass du 50 Jahre lang solide Arbeit geleistet hast. Fest im Faden, elastisch in der Sohle, hart im Absatz. Also ich kann das beurteilen. Ich lasse meine Schuhe nämlich nur von Botte besohlen, stimmt's? Ich kipp ja nicht gleich aus dem Latschen. Hallo, ist es auch bloß ein Mensch. Ja. Vorhin, als ich durch euren Kiez ging, da habe ich mir so ein bisschen die Schuhe von den Leuten angesehen. Menschenskinder. Überall bin ich Botte Schulz begegnet. Oder etwa nicht? Na du. Ja, ich auch. Ja. Ich komm übermorgen mit meiner Pöpfe. Das habe ich gesagt. Aber jetzt hat er selber das Wort. Na los, Botte. Ihr kennt mich doch alle. Ihr wisst doch, ich kann kloppen und kleben und die Bördermann Taschentuch. Bitte. Ja. Ja. Aber reden. Ja, kann nur sagen, also. Kann sagen, was soll ich denn damit? Kann nur sagen, Dankeschön kann ich sagen. Vielen Dank für alles und vielen Dankeschön für. Ja, jeder hat eine Buffett dran. Bausi, gib mir mal die Blumen. Wir sind auf unserem Garten. Ja? Glückwunsch. Oh, das ist ein paar Fliegen. Zitrone. Zu Jahre, oder? Nee, lass mal, Junge. Krieg ja jetzt kein bisschen runter. Dann nimmst du das. Das rutscht immer. Ach, oh, das ist hier. Also, auf die Leber und auf die angeschlossenen Organe. Du Gott, ich konnte vorhin den Schuh hochhalten. Ich hab da die ganzen Neuen. Ach so, ja. Macht ja nicht. Gute, Glückwunsch. Sehr freundlich. Bis für die Werkstatt. Ah. Gut, schön. Gut, ja. Bitte schön, ein paar Blümchen. Dankeschön. Du, 7 Meter sind es nicht geworden, hätten wir einen Durchbruch machen müssen.
Aber 3 Meter haben wir geschafft. Na, gefällt's dir? Kick sich innerdet an. Erinnert den Stock an. Ja, na, du, der ist wie aus mir sich geschnitten, wa? Das ist ja komisch, ja? Herzliche Glückwünsche auch von der Kaufhallenbesatzung. Unsere Chefin muss auch jeden Moment kommen. Alle Jute. Ja. Von uns auch, Botte. Was? Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Sehr lieb. Ganz freundlich. Herzlichen Glückwunsch. Ganz lieb, ja. Dankeschön. Matti! Herr Matti! Du verziehst aber wirklich keine Miene, Bernd. Muss ich das? Ist du natürlich nicht, nee, aber... Ja, schön wär's schon. Ich bin auf ein paar freundliche Gesichter angewiesen. Sie haben nette Worte. Du sitzt jetzt so eine Ewigkeit zu Hause. Rosi, du weißt doch, was der Arzt gesagt hat. Schonung, Schonung, Schonung. Die hat einen Klang, ne? Wie Westminster Castle. Sie geht vor. Bitte zeig doch. Komm nicht. Stimmt's? Also Mädel, du kannst doch nicht dafür. Aber ich sehe doch, wie er dauernd auf die Uhr guckt. Zur Tür. Die wollten ganz bestimmt kommen, ehrlich. Jetzt ist mir gerade im Betrieb. Na ja, immer dasselbe. Die haben ja nicht mal für sich selbst Zeit. Ohne die geht nichts. Ist doch ein Glückwunsch, der gerade gekommen. Von seiner Tochter. Richtig herzlich. Irgendwie menschlich. Kleine Botte hatte Tränen in den Augen. Ja, mit so einem großen Blumenstrauß. Mmh, Schmuckblatt. LX28, das mit der Rose. Ja, ja. Immer dasselbe. Und immer die große, herzergreifende Worte. Och, meine Kollegen. So, Hauptsache, dass du da bist, wa? Ja. Ich bin mit immer so müde, Alois. Ich weiß ja nicht warum. Nur war ein anstrengender Tag. Nee, das ist es nicht. War in letzter Zeit öfter so. Ich werde nur doch ein bisschen kürzer treten. Ja, du kannst deine ruhig weiterbringen. Scheint wieder mal nötig zu sein. Du läufst zu geradlinig, Alois, zu konsequent. Mensch! Entschuldigung. Ihr warst immer noch nicht da. Hat sie Ihnen irgendwas gesagt? Nee. Vielleicht hat sie sich verspätet. Ach nee, bloß nicht. Nee, lass mal, ich muss nach Hause. Die Kleinen warten. Die können doch noch ein bisschen fernkicken. Von Erziehung hast du genauso wenig Ahnung wie von Boeing und Putin. Sie haben meine Pumps wieder ganz, ganz zauberhaft gemacht. Wirklich. Ich bin noch nicht ein einziges Mal umgeknickt. Sie wissen doch. Ach, das freut mich. Aber mein Mann, wissen Sie, was der sagt? Ich komme Ihnen ganz besonders in den Schuhen plötzlich so klein vor. So? Ja. Sagt er denn? Mhm. Naja, ich meine, kommt darauf an, wann er das sagt. Also, ob er das vorhin sagt oder am Abend. Na, vorhin hat er es gesagt. Ach so. Also am Abend, ja. Ah, sehen Sie. Und dass der Mensch abends 2 Zentimeter kleiner ist als kurz nach dem Aufstehen, das sind ja, wie man so sagt, gesicherte Erkenntnisse. Ja, Alois. Ja, ja. Das ist erstaunlich, was Sie so alles wissen. Ach, das kommt so mit dem Beruf, das ist irgendwie so Fachwissen. Ja, das stimmt. Naja,
schönen Abend jedenfalls noch. Und vielen Dank nochmal. Bitte, bitte. 2 Zentimeter kleiner. 4. 2 Zentimeter auf natürlichem Wehe. Und 2 hab ich hier von Absatz abgesäbelt. Botte. Aber eins ist Fakt, das Ding muss wieder runter, wenn wir einrüsten. So, bitte schön. Sag mal, Karlchen, du willst ja nicht einfach Alkohol trinken. Doch. Heute, ja. Man steckt ja den Strin in sich, ne? Prost, Botte. Prost, Botte. Prost, Botte. Hoch soll er leben. Hoch soll er leben. 3-mal. Botte. Aber mach's erst heute Abend auf. Allein. Bitte schön. Ja, danke schön, aber... Danke. So, dann wollen wir mal. Ja. Komm, ich hab Durst. Hallo? Mann, die kommen runter. Komm, komm, komm. Ja. Danke. Matti? Du reißt dich nicht gerade um meine Gesellschaft. Weißt du, was ich jetzt möchte? Wirklich? Ein Bier. Oh, woher weißt du das? Ich habe Lust auf ein Bier, wenn ich mir selbst zum Halse raushänge. Hast du mal gesagt. Du vergisst wohl nie was, hm? Nur das Schlechte. Warum erzählst du es mir nicht? Wie kommst du darauf, dass ich dir was zu erzählen hätte? Ja, nun mal sagte. Ach du Scheiße. Entschuldigung. Da bist du ja. Jungs, das ist sie. Donnerwetter. Sie also, wissen Sie, mir sagt nämlich nie jemand was. Ja, da habe ich dann gerade die Nachhalter davon erzählt. Das ist unser Brigadier. Ja, ja. Das ist absolut verrückt. Aber es ist schon ganz richtig so. Du passt in diesen Tag. Es ist deiner und meiner. Eva. Es ist ein ganz besonderer Tag, Karl-Heinz Wiegand. Ich begrabe heute die Träume. Ich war beim Arzt. Ich hab's aufgeschoben und aufgeschoben, aber es gibt keinen Zweifel mehr. Nach der Unterbrechung damals werde ich nur noch Fehlgeburten haben. Ich würde was drum geben als damals. Ich meine, wenn du das Kind... Herr Gott, was soll ich denn sagen? Es ist so verdammt einsam ohne dich. Einsam? Und deine Familie? Darüber müssen wir beide doch nicht reden. Ach, Wiederbelebungsversuche. Armer Kalle. Na, was ist denn nu? Das war doch nicht Matti. Nee. Aber der. Weißt du, was wir beten euch in den voraus haben? Wir feiern schon unsere Erinnerung. Die müssen ihren Erfolgen noch nachhängen. Wisst ihr, manchmal denke ich an die Zeit, wo wir beide noch so dusselig waren. Nee, Alter, nu ist aber genug mit, weißt du noch? Jetzt fragen wir lieber, was machen wir morgen?
War ein schöner Tag, Mariechen. Danke. Ich hatte eben einen Anruf. Ich müsste mal schnell den Kleinen holen. In der Krippe haben sie Ziegenpeter. Und meine Schwiegertochter kann nicht weg aus dem Labor. Die steckt mittendrin in der Analyse. Was ist denn der Vater? Naja, den finden wir. Der sucht das Weide. Der ist Fernfahrer. Mensch, ihr seid zwei Mann im Lager. Ich bin Mittag wieder hier. Wieso du? Sag mal, ich wundere mich, mit welcher Selbstverständlichkeit sich jeder macht, was er will. Das ist doch jetzt eine Ausnahme. Ja, das sind alles Ausnahmen. Für jede haben wir Verständnis. Na ja, gerade du. Du kannst ja nicht nachfühlen, wie das ist, Kinder zu haben. Wollen wir drüber reden? Gestern du, heute ich, morgen wieder du. Ja, Mensch, hat sie dir denn nichts gesagt? Also nicht. Also nicht. Ich bin Egoist, hat sie recht, ja. Aber du? Und sie erzählt mir und nicht dir? Mensch, habt ihr ein Vertrauen zueinander. Was ist los? Ich weiß nicht, ob ihr es passt, aber ich sag's dir trotzdem. Was ist los? Ach, Mann. Gestern hat sie es erfahren, sie wird nie Kinder kriegen. Bist du verrückt? Oh, Quatsch. Das sagt sie dir und nicht mir? Eben. Also, so geht das nicht. So nicht. Lass mich in Ruhe. Steht da und tut sich leid. Na, danke. Statt mit ihm zu reden. Der begreift es oder der begreift es nicht. Und wenn er das nicht begreift, dann hast du auch nichts verloren an ihm. Lass die Zeit. Lern dich erst mal selbst kennen, bevor du dich entscheidest. Berlin, man hört's, riecht, sieht's. Mit Hochhaus, Neubau, Hinterhof liegt mittendrin mein Kiez. Mein Kiez ist, wo Berliner sind, Buch, Treptow und an Linden. Am Prenzlberg und in Marzahn, aus Schwedsur, Delitzsch, Doberan, kannst du Berliner finden.